Recap, Action! Guten Morgen. Bei uns gibt's einen Regiekurs, einen Produktionskurs, einen Editingkurs, einen Hands-on-Kurs, einen Kamerakurs. Also nachdem sie die ganzen Kurs durchgelaufen sind, wie, was, wo ein Film funktioniert, müssen sie das Drehbuch aufsetzen, also Geschichte entwickeln, dann das Drehbuch schreiben, dann auch den Drehplan entwickeln. Ein Achsensprung ist, wenn zwei im Gespräch sind und die Kamera du einen ist und die andere ist, wenn es du einen ist oder so. Weißt du, was unsere Story geht? Ich jetzt auch. Also, wie man die Kamera benutzt, wie man die Tonangel aushebt, damit sie auch gut hebt, damit man die Stimme vom anderen gut hört. Ich freue mich am meisten aufs Drehen, weil es wird sehr lustig und jeder hat eigentlich eine kleine Rolle in diesem Film. Sogar unser Regisseur. Rollen verteilen, wer macht Kamera, wer macht Ton, wer macht Regie, wer macht Produktion, wer spielt mit. Wir sind gerade ein Video am Schneiden auf Premiere Pro. Elsa, hast du alles gelöscht? Es geht um ein Mädchen und ein Bub, wo in einem Buch. Also das Mädchen liegt in einem Buch rein. Und die Leute, die über ihn reden, die schlafen einfach ein, komischerweise. Und sie hat dann dort irgendwie den Zettel verloren und der Bub hat ihn aber noch seinen, aber er hat irgendwie einen anderen. Aber dann teleportiert er sich wieder weg und dann knallen sie sich gegeneinander. Du hast gerade das Mikrofon kaputt gemacht! Also ich bin Ton und ich bin Kamera. Take 1. Make the movie camp great again. Action! 140 Tonnen Plastikmüll! Ich bleibe bitte ernst. Also, was machst du hier an dem Set? Ja, also ich bin Produzent. Ich schaue hier, dass das alles funktioniert. Das, ja, wir sind auf die Lappis hier. ich habe Schauspiel gemacht. Also ein Schnitt eigentlich. Ja, am Ende gibt es noch so einen riesigen Plot, den man gar nicht erwartet hat, aber das sage ich jetzt eben noch nicht. Wir waren sehr pingelig. Also yeah. Wir haben sehr alles genau und schön filmen. Es war zum Teil ein bisschen happy wegen dem Wetter. Es hat ziemlich viel geregnet. Und dann haben wir immer Wasser auf der Linse gehabt. Von der Tonstangenbaum war der Baum innen und dort haben wir irgendwie, den Baum irgendwie rausschneiden. Wir haben den Wohlschnitt jetzt fertig gemacht und können jetzt an den Feinschnitt. Was machen wir überhaupt? Ich weiß es selber nicht. Es hat im Film manche Szenen, die nicht so
toll waren zum Drehen. Und jetzt hat's das Schneiden ist eigentlich recht lustig. Stuntkurs. Make-up-Kurs, Schauspielkurs, Komponistenkurs. Ich habe mich geschnitten mit dem Messer, mit dem Küchenmesser. Es läuft wunderbar. Es sind 85 Camper und irgendwie 35 im Betreuerteam. Und ich denke, das ist so die Kapazität, die wir werden wieder machen. Wir werden es sehen.